Vorfreude auf die Fasnacht ist überall spürbar. Besonders auch in den Fasnachtsgottesdiensten in Liestal und Gelterkinden. Schnitzelbank und fasnachtliche Klänge von Trommler und Pfeifer erfreuen das Publikum. Nachdem die Fasnacht zweimal hintereinander wegen Corona abgesagt werden musste, findet sie dieses Jahr endlich wieder statt. Ein bisschen Seil aus meiner Sicht. Vorfreude werden auch ernstere Töne angeschlagen. Die Pandemie hat alle gefordert. Es sind Gräben und Risse in Familie, Freundeskreis und in der Gesellschaft entstanden. Die Fasnachtsfreude soll darum auch verbindend wirken und Brücken bauen und ein Zeichen für Respekt und Toleranz setzen. Wenn du einen Fehler beim anderen siehst und ihn am liebsten auf den Mond schiessen willst, dann pass nur auf und denk gut dran. Du könntest in deinem Auge einen Balken haben. Im Originalton aus der sogenannten Feldrede in Lukas 6 tönen die Worte folgendermaßen: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nichts, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Heute findet unser Anlass endlich wieder statt. Wir finden es einfach cool und glatt. Denn ohne Pfeifen und Trommeln, ohne Gästen, Feiern und Bummeln, da können wir einfach nicht sein. Jeder kommt sofort und ist dabei. Jetzt können wir im Städtchen an den Leuten vorbei defilieren.